Diese Designikone ist schon über 100 Jahre alt. Maria heißt das Porzellanservies, das zur meistverkauften Geschirrform aller Zeiten wurde. Planen kann man so etwas natürlich nicht. Aber vielleicht liegt es an der romantischen Geschichte, die zur Kreation dieses Services führte. Der Gründer der Porzellanfirma Rosenthal, Philipp Rosenthal, Sohn eines jüdischen Porzellanhändlers, war als 18-Jähriger nach Amerika ausgewandert, wo er nach einigen Hilfsarbeiten vom Tellerwäscher zum Porzellanverkäufer wurde. 1879 ging er mit seinem Wissen um die Porzellanmalerei nach Deutschland zurück und legte in seiner Heimatstadt Selb den Grundstein zu seinem in der Folge schnell wachsenden Unternehmen. Er heiratet, bekommt zwei Töchter, das Unternehmen floriert, er wird Geheimrat. Und dann begegnet er mit 61 Jahren der 35 Jahre jüngeren und bildschönen Maria. Philipp Rosenthal verliebt sich unsterblich in die elegante Tochter des königlichen Advokaten Josef Frank. Die hat schon eine Ehe hinter sich. Und für Maria verlässt Philipp seine erste Frau. Das mondäne Paar bereist die Welt, gibt illustre Gesellschaften. Und Maria schenkt dem Geheimrat den lang ersehnten Stammhalter Philipp Junior, der später das Unternehmen in die Moderne führen wird. Zu Ehren seiner geliebten Maria kreiert Philipp Rosenthal Senior eine polygonale Geschirrform mit einem Kantenrelief, das einer Früchte Girlande nachempfunden ist, die er von einem englischen Teeservil abgeguckt hat. In das Relief arbeitet er zusätzlich ein Granatapfelmotiv hinein, das ist Marias Lieblingsmotiv. Und natürlich nennt er dieses Geschirr nach seiner Gattin Maria. Doch das Geschirr will sie anfangs so gar nicht verkaufen. Die achteckige Form war für den damaligen Kundenkreis womöglich zu ungewohnt. Das aber will Philipp Rosenthal nicht hinnehmen. Er droht seinen Handelsvertretern, wer mit Maria keinen Umsatz mache, der sei die längste Zeit ein Rosenthal-Verkäufer gewesen. Die Drohung bewirkt Wunder. Denn in der Folge setzt sich das Porzellan am Markt durch und wird zur einzigartigen Erfolgsgeschichte. Wie viele Teile dieses Geschirr in den 100 Jahren seiner Existenz verkauft hat, ist zwar nicht belegt, aber das Unternehmen Rosenthal gibt zumindest diese Zahlen preis. Allein in den vergangenen 25 Jahren verkaufte es 15 Millionen Teller und 5 Millionen Tassen von Maria. Das Service umfasst inzwischen über 100 Einzelteile. Vom Eierbecher bis zur Kaffeekanne, von verschiedenen Schüsseln bis zu Stöfchen und Kerzenhalter und vielem, vielem mehr. Und das in der Urform als Maria Weiß bekannte Porzellan bekommt obendrein mit unzähligen Dekoren weitere Gesichter. Ob Maria Klassik, Rosé, Maria Mandelblüte, Maria Goldlilie oder Maria Blaue Blume. Die Muster sind Geschmackssache. Für mich ist der wahre Klassiker Maria Weiß. Ich selbst habe von meiner Großmutter einige Teile geerbt. Das Maria-Service hat mit den Jahren Höhen und Tiefen in der Beliebtheitsskala durchgemacht. Es wurde eine Weile als Sonderposten in Geschäften verramscht und auch im Internet billigst gehandelt. Aber vielleicht kam das Produkt einer romantischen Liebesgeschichte so ja auch in Haushalte, die sonst über Design nicht groß nachdenken. Aber jetzt erfahren, dass ihr Service ein Klassiker ist und bei eBay und Co. noch ganz ordentliche Preise erzielt, selbst Secondhand. Philipp Rosenthal jedenfalls hätte das sehr gefallen.